Verdienst kommt ja von dienen, ne? Würde man meinen. Und wir, die keine Krummpfoten haben, wir dienen dem anderen. Wir helfen ihnen, seine Last zu tragen. Ne? So wie es in der Bibel steht. Es trage ein jeder des anderen Last, daraufhin bekommt ein jeder das Gleiche und ihr werdet alle reich sein. So ist es ja eigentlich auch. Sollte jeder das Gleiche bekommen und wenn das so ist, heute kann ich euch sagen, da ist jeder von uns, der arbeiten geht, Multimillionär. Von der Kaufkraft her. Deshalb müssen wir das System der Zinssklaverei, da ist ja die Kirche mit drin involviert, abschaffen. Genau dieses komische Recht, dass jeder wählen darf. Ein Recht, dass man wählen darf. Den Wahl in der Urne. Was ein Schwachsinn. Die Alten müssen das sagen haben. Und nicht die Dorfdeppe. Man macht da keinen Dorfdeppen als Bürgermeister. Das ist doch dämlich, sowas. Man macht ja auch nicht den größten Deppen zum Direktor. Aber hier in Deutschland wird das so gemacht. Da musst du nur doof genug sein. Da gucken dich die anderen an. Du musst nur dumme Sätze genug bilden. Da kannst du doch sogar Bürgermeister werden oder Polizeichef oder Minister oder Bundeskanzler oder Präsident. Musst eben halt nur ja, nicht studieren, nicht wirklich was studieren, was Brauchbares und das dann nachher auch mal ausgeübt haben. Das musst du nicht. Dann gehst du noch in irgendeiner Farbe rein, ne? Die Altparteien, das sind ja alles Farben, das ist ja Einheitspartei, die Farbenlehre, mischte die alle, da kommt braun raus am Ende. Ja, und alle 4 Jahre werfe ich den toten Wal in die Urne, 65 Tonnen, in so eine kleine Urne. Ich bin Wahlbüroleiter gewesen, bei mir war es keine Urne, das war eine Mülltonne. Na, da wisst ihr doch, wo eure Stimme landet, eure Stimme, ne? Das ist akustisch. Denkt da irgendeiner von denen tut was für euch? Die tun alles für sich, nicht für uns.